Als ich vor dem ersten Gottesdienst unserer damaligen Taborgemeinde die neuen Räume der Jesuskirche in Kreuzberg besichtigte, die gerade umgebaut wird zu einem Wohnhaus, entdeckte ich eine Karte, die mit Tesafilm an einem Büroschrank angeheftet war. Auf ihr stand eine Bibelstelle gekritzelt. Und die Karte war in den kahlen Räumen wie ein Signal des Himmels. Ich sah die Karte sprach mich an und sie sprang mich regelrecht an. Ich zog sie also ab, ich nahm sie mit nach Hause und interessiert schlug ich die Bibelstelle auf. Überschrieben war der Abschnitt mit David übergibt Salomo den Entwurf des Tempels. Und dann las ich die Worte. David sprach zu seinem Sohn Salomo, der nun sein Nachfolger wurde, sei getrost und unverzagt, mach dich ans Werk, fürchte dich nicht und lass dich durch nichts abhalten und erschrecken. Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein. Und wird die Hand von dir nicht abtun, er wird dich nicht verlassen, bis du jedes Werk für den Dienst am Hause Gottes vollendet hast. Die eine Stelle gefällt mir. Er spricht zu seinem Sohn und sagt, Gott wird mit dir sein, mein Gott wird mit dir sein. Und wenn das ein alter Mann sagt, dann kann er zurückblicken auf Lebenserfahrung. Er hat viel erlebt, angefangen von der Salbung durch den Propheten bis zum Kampf gegen den Goliath. Und er hat in allem erfahren, auch in den Schwierigkeiten seines Lebens. Gott ist immer da. Gott ist immer da. Ob wir ihn fühlen oder nicht fühlen. Manchmal geht es heiß her im Leben und Gott ist da. Es sind die Dummen, die sagen, Gott wohnt irgendwo da oben und was hier unten passiert, davon hat er keine Ahnung. Das haben wir im Psalm gelesen. Gott ist immer da. Das war die Erfahrung des David. Und dieses Erbe gibt er seinem Nachfolger, dem Sohn Salomo, mit. Er sagt, mein Gott, der hat sich bewährt, wird immer mit dir sein, bis du es vollendet hast. Dieser Text schlug bei mir damals schon ein wie ein Blitz. Es war ein Rema für die Gemeinde und damals auch für mich ganz persönlich. Es gab mir Kraft, dieses Wagnis einzugehen, von Langwitz nach Kreuzberg zu ziehen. Nach Kreuzberg zu ziehen ist ein Wagnis. David, der alles vorbereitet hat, übergibt nun Salomo den Auftrag, das Haus Gottes, den Tempel für den Ewigen, den Allerhöchsten des ganzen Universums zu bauen. Eine immense Aufgabe, die Salomo total überfordert. Und das sieht David, das sagt er sogar. Und dann spricht König David zu den Versammelten, Gott hat meinen Sohn Salomo zu meinem Nachfolger erwählt. Vor ihm liegt jetzt eine immens große Aufgabe, denn er soll nicht einen Palast für Menschen bauen, sondern einen Tempel für Gott, den Herrn. Ich habe bereits viel Baumaterial gesammelt, so gut ich konnte, und für den Tempel meines Gottes bereitgestellt. Ich habe alles vorbereitet. Und weil mir der Tempel meines Gottes am Herzen liegt, es ist eine Herzensangelegenheit, habe ich zusätzlich noch Schätze aus meinem eigenen Besitz eingebracht. Und nun, sagt er, frage ich euch, wer von euch ist bereit, heute ebenfalls etwas für den Herrn einzubringen? Die Leiter der königlichen Dienstgruppen folgten dem Auftrag des Königs willig. Und das ganze Volk freute sich über diese Freigebigkeit, denn alle wollten von ganzem Herzen den Tempelbau unterstützen. Auch der König freute sich über die Maßen. Ich habe gelernt, dass Gottes Wille, seine Gedanken und alle Aufträge, die er gibt, immer eine Nummer zu groß sind für menschliche Kraft und menschliche Vorstellung. Wenn wir uns das alles vorstellen können und bewältigen können aus eigener Kraft, dann behaupte ich, ist es kein Auftrag Gottes. Dann ist es unsere Vorstellung, die wir verwirklichen können. Gottes Aufträge, seine Herausforderungen sind immer eine Schuhnummer zu groß. Das sieht David. Und deswegen ermutigt er seinen Sohn und Salomo, gib nie auf, fürchte dich niemals.
Lass dich niemals unterdrücken. Du bleibst dran, bis das Werk vollendet ist. Und ich behaupte, mein Gott wird immer bei dir sein. Er lässt dich nicht im Stich. Gottes Aufträge können wir nur in Kooperation mit seinem göttlichen Geist ausführen. Das steht schon im ersten Teil der Bibel geschrieben. Es geschieht nicht durch Heer, menschliche Kraft, menschliche Anstrengung, sondern durch meinen Geist, spricht Gott der Herr. Darauf kommt es an. Es kommt darauf an, dass die Gegenwart des Geistes Gottes in unserem Leben ist. Dann können wir das Werk bewältigen. Egal, wie erfolgreich wir uns auch fühlen mögen, wenn wir nicht mit Gottes Geist kooperieren, greift alles zu kurz. Wird nur mittelmäßig, langweilig, zumindest nicht durchschlagend. Die Aufgaben übersteigen unsere Gedanken und Fähigkeiten bei weitem. Deshalb können wir nach Hingabe und Vollendung nur staunen und bekennen, das hat der Herr getan. Der wirklich mit Gott kooperierende weiß, das Resultat, das Endergebnis kommt von ihm. Das hätte ich nie schaffen können. Das ist auch der Grund, weshalb Gott uns ständig mit den Worten begleitet: Hab keine Angst, fürchte dich doch nicht. Auch wenn es was zu fürchten gibt, fürchte dich nicht. Was ist deine Sicherheit? Ich bin mit dir. Das ist alles, was zählt. Dass wir wissen, ich bin mit dir. Der Ich Bin sagt, ich bin mit dir. Josua übernimmt den Führungsstab von Mose. Mose ist eigentlich ein ganz normaler Mensch. Ja? Bei seiner Berufung hat er alle möglichen Ausreden und Ängste und so weiter. Er ist nicht begeistert, durchgestattet. Ja, Gott hat mich gerufen und jetzt werde ich aber Gottes Werk tun. Er weiß, er hat keine Chance. Was ihn zum geistlichen Giganten macht, was ihn zum großen Mann Gottes macht, ist nicht der Mose, sondern der Geist Gottes mit Mose. Ich habe mich gefragt, wie hat sich wohl Josua gefühlt bei der Amtsübernahme? Der große Mose, der von allen respektierte Mose, der bewunderte Mose. Und jetzt kommt der junge Josua und Gott sagt zu ihm, jetzt machst du weiter. Och, der hat Kopfweh bekommen. Ich? Und wie sollte er das tun? Und Gott selber gibt ihm die Antwort. Dein Leben lang wird dich niemand besiegen können. Ich bin bei dir, da haben wir es wieder. Ich bin bei dir. So wie ich mit Mose gewesen bin, so bin ich mit dir. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich wende mich niemals von dir ab. Das sind Zusagen. Sei stark und mutig, denn du wirst das Land einnehmen. Sei mutig und entschlossen. Lies die Gebote, denke Tag und Nacht über sie nach, dass es dir gelingen möchte. Es wird dir gelingen, was du dir vornimmst. Ja, sagt Gott zu Josua, ich sage es noch einmal. Sei mutig, sei entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Ich mache etwas aus dir. Solche Begegnungen mit dem Heiligen, mit dem Göttlichen wünsche ich allen Gottesdienstbesuchern, allen Internetradiozuhörern, allen Fernsehzuschauern. Es macht den Unterschied im Leben. Krisen habe ich zuhauf gehabt. Ich wollte auch dann und wann wegrennen. Aber seine Hand hat mich immer liebevoll eingeholt. Er war schneller als ich und hat mich immer wieder, Gott sei Dank, zurückgebracht. Die Erfahrung mit dem Göttlichen ist unersetzbar. Es bringt Ehrfurcht auf vor Gottes Wort und Wirken. Machen wir einen Sprung in unsere Zeit. Frage: Was erwarten wir Christen in unserer Zeit von Christus? Viele Gläubige sehen sich auf verlorenen Posten, spüren die Übermacht der Gottlosigkeit, wachsende Verwirrung und Orientierungslosigkeit der Gesellschaft und leiden darunter.
Sie spüren, wie der Wind des Zeitgeistes ihnen eisig ins Gesicht bläst. Und es ist gut, sich an die Worte Gottes zu erinnern. Hab doch keine Angst. Fürchte dich nicht. Egal, was in dieser Welt geschieht, du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Vergessen wir doch nicht die Tatsache, es sind keine Fake News, was ich sage. In den letzten 100 Jahren sind in dieser Welt trotz Kälte in vielen Kirchen, trotz Verfolgung und Unterdrückung des Evangeliums mehr Menschen zu Jesus gekommen als zu irgendeiner anderen Zeit zuvor. Weil wir nur punktuell sehen und nicht das Ganze, weil wir nicht global sehen, lassen wir uns einschüchtern und fühlen uns auf verlorenen Posten. Wir sind nicht allein. Die Zahl der Christen nimmt rapide weltweit zu. Das könnt ihr bei Faktencheck feststellen. In manchen Ländern gibt es trotz Unterdrückung und Verfolgung enormes Wachstum, sogar im Nahen Osten. Wachstum christlicher Gemeinden, vor allem voran China. Hättest du irgendwelche Menschen zu Maos zeigen gesagt, China wird eine mächtige christliche Nation werden eines Tages, wärst du ausgelacht worden. Wahrscheinlich hätten sie dir vorgeschlagen, Bonnie's Ranch zu besuchen. Und doch ist es wahr. Da fallen mir die Worte Jesu ein. Ich bin mit dir. Ich will meine Gemeinde bauen. Und niemand und nichts, selbst nicht mal die Pforten des Hades, werden das aufhalten können. Ich will, das heißt, wenn ich will, werde ich. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und du und ich, wir gehören zu dieser weltweiten Gemeinde, zu dieser göttlichen Familie hinzu. Ist das keine gute Nachricht? Warum gebärden sich manche Christen so hoffnungslos? Es ist wirklich erschütternd, wie vielen Christen mir über den Weg laufen, die negativ sind, die so sauer sind, als wären sie im Zitronensaft getauft worden. Da fällt mir ein Erlebnis ein, eines befreundeten Pfarrers. Er war gerade in Indianapolis gelandet und steigt ins Taxi. Mein Freund ist ein lebenslustiger Kerl, der keine Probleme hat, mit Menschen in Kontakt zu knüpfen und ins Gespräch zu kommen. Diesmal aber gelingt es ihm nicht. Schon sein erster Versuch scheitert. Er sagt, es ist wirklich ein herrlicher Sonntag heute in Indianapolis. Die Antwort des Fahrers, Sie hätten gestern hier sein müssen. Wir hatten ein schrecklich nass, kaltes, ein ekelhaftes Wetter. Sagt mein Freund, einen zweiten Versuch starten fröhlich. In meiner Stadt sind die Bäume schon alle kahl, richtig entlaubt. Aber hier leuchten die Blätter noch in intensivsten Farben. Es ist wunderschön. Das ist, wovon wir alle träumen, von einem Indien-Sommer. Oh, entgegnet der Fahrer, freuen Sie sich nicht mal zu früh. In 3-4 Tagen ist die ganze Pracht vorbei. Jetzt herrscht schon betroffenes Schweigen im Taxi. Schließlich fahren sie an der weltbekannten Rennstrecke von Indianapolis entlang. Mein Freund macht einen weiteren Versuch. Es ist sein letzter. Chef, sagte freundlich, ist das hier nicht die berühmte Rennstrecke? Natürlich weiß er das. Ich habe oft davon geträumt, so ein Autorennen mal live mitzuerleben. Antwort? Nie im Leben würde ich mich zu solch einem Spektakel herunterlassen. Ich würde mich so etwas nicht einmal nähern. Ich würde ein Pferderennen bevorzugen. Sagt der andere. Ich verstehe, Sie besuchen ab und zu die Trabrennbahn. Oh Gott, nein, protestiert der Chauffeur. Das ist nur was für die Reichen, das ist viel zu teuer für mich. Egal was, er hatte immer die negative, die destruktive Antwort. Der arme Kerl ist total versauert und verbittert. Mein Freund erzählt, beim Aussteigen war ich vollkommen fix und fertig. Ich war ausgelaugt. Meine Energien waren futsch. Mir war, als hätte ich Stunden im Steinbruch gearbeitet.
Kennst du jemand, der so ähnlich wie dieser Taxifahrer ist? Okay, ich weiß, dich betrifft das nicht. Niemand von uns ist so wie der Taxifahrer, weil wir Christen sind. Christen sollten betende, positive, zukunftsgläubige, engagierte Menschen sein. Jesus hat uns Zukunft zugesagt. Sein Wort gilt, egal was Menschen sagen. Menschenmeinung stört den himmlischen Vater überhaupt nicht. Das hat er tausendfach bewiesen in seiner Zeit auf Erden und auch in der heutigen Zeit. Eure Anwesenheit heute hier im Gottesdienst, das Wirken Gottes in eurem Leben ist ein deutliches Zeichen dafür, dass er da ist, dass er wirkt. Sonst wärst du heute nicht um 1 Uhr nachmittags in der Kirche. Dann wärst du jetzt beim Brunch mit deiner Familie, oder? Es ist eine Wohltat, Menschen zu haben, Menschen voller Zuversicht, voller Gottvertrauen und Humor. Menschen, die lachen können, auch über sich selbst. Ich habe ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk bekommen von einem Freund unserer Gemeinde, und zwar einen Gutschein für Fitnessclub. Das letzte Geburtstagsgeschenk, das ich haben wollte. Ach, dachte ich, wie kann man mir so etwas schenken? Ich bin der unsportlichste Mensch. Wenn es möglich wäre, würde ich von der Toilette ins Wohnzimmer mit Mercedes fahren. Ich komme dahin, überwinde mich, ich will meinen Freund nicht enttäuschen. Und da treffe ich einen sehr fröhlichen, vollkommen charmanten, sympathischen Personal Trainer. Und er sagt mir, was haben Sie an Sport bisher getrieben? Sage ich, ich habe vor dem Fernseher gesessen und Fußballweltmeisterschaft geguckt. War das alles? Ja, das war alles. Und er sagt, na dann fangen wir mal ganz vorne an. Okay, er hat mich gewonnen. Ich will wieder hingehen. Ich kann kaum abwarten, bis morgen um 11 Uhr werde ich antanzen. Wir wollen Fitness machen. Was war der Unterschied? Er hat mich gewonnen. Nicht die Geräte, die finde ich stinklangweilig. Aber er macht den Unterschied. Er steht neben mir. 12, 13, 14. Sie haben noch genug Kraft. Noch 2. Give me 2. Give me 2. Okay, geschafft. Oh, geschafft. Es macht Spaß. Danke für das Geschenk. Es gilt für 3 Mal. Aber ich weiß, ich werde wahrscheinlich länger dabei bleiben. Ich merke, wie gut das ist, mit fröhlichen, sympathischen, zuversichtlichen Menschen zusammen sein, die einem inspirieren. Ich hoffe, ich tue es mit dir auch. Ein letztes Beispiel, eine stürmische Geschichte, eine Message aus einer besonderen, turbulenten Zeit. Sie findet sich in Apostelgeschichte 27. Das lese ich auch noch im O-Ton vor. Paulus ist auf dem Weg nach Rom. Er und die ganze Schiffsmannschaft kommen in einen schrecklichen Sturm, in einen Orkan. Da schreibt er, tagelang sahen wir weder Sonne noch Sterne. Ich war ein paar Stunden in so einem Orkan, das reichte. Tagelang. Und der Orkan tobte so heftig weiter, dass schließlich kein einzelner Mensch noch an Rettung glaubte. Während dieser ganzen Zeit hatte niemand etwas gegessen. Da sagte Paulus zu der Schiffsbesatzung, ihr Männer, jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf. Keiner von uns wird umkommen. Keiner wird verloren gehen. In der letzten Nacht stand bei mir ein Engel des lebendigen Gottes, dem ich gehöre, dem ich diene. Und er sagte, hab keine Angst. Fürchte dich nicht, Paulus. Hab keine Angst. Ich vertraue Gott. Es wird sich alles erfüllen, wie der Engel Gottes zu mir gesprochen hat. Das machte den Unterschied. Und die Bibel endet das Kapitel. Das Schiff ging in Brüche, aber die Menschen kamen nicht um. Sie wurden alle gerettet. Hier ging es nicht um den freien Fall von Aktien, auch nicht um familiäre Probleme, auch nicht um den Verlust der Arbeitsstelle. Hier ging es ums nackte Überleben. 14 Tage kein Sonnenlicht.
14 Nächte, keine Sterne am Himmel. Nur ein ohrenbetäubender Orkan tobt, der selbst alle Berufserfahrung der erfahrenen Schiffsmannschaft mit sich wegfegt. Alles geht über Bord. Zuerst die Hoffnung, dann die wertvollen Navigationsinstrumente. Panische Angst hat den Seeleuten den Magen verknotet. Sie können gar nicht essen. Aber da ist einer an Bord, der weiß, wie man betet. Er hat einen heißen Draht zum lieben Gott, zum lebendigen Gott. Jetzt macht sich keiner mehr lustig über seinen Glauben. Leute, glaubt es mir, die Zeit kommt, wo sich andere nicht mehr lustig machen über unseren Glauben. Sie alle schreiben in Gedanken an ihre Lieben Abschiedsbriefe und ihr Testament. Sie sagen, das ist das Ende. Das ist das Ende. Und da kommt Paulus, er wird zum Boten der Hoffnung und seine Botschaft lautet, habt doch keine Angst, fürchtet euch nicht, da ist es wieder. Die müssen gedacht haben, ist er verrückt geworden? Wir sind alle vorm Absaufen und er sagt, habt keine Angst, was soll das? Aber dann gibt Paulus die Erklärung, heute Nacht stand bei mir der Engel Gottes. Der Engel des Gottes, dem ich gehöre, dem ich diene, dem ich vertraue, deshalb habt keine Angst. Ich vertraue Gott. Es wird alles so eintreffen, wie er mir das gesagt hat. Wir werden alle gerettet werden. Diese Art von Hoffnung, von Zuversicht, von Glaube gründet nicht in seelischen Kräften, glaube mir. So viel Kraft hat keiner von uns, dass er in solch einem Sturm 14 Tage und 14 Nächte immer noch zuversichtlich sprechen kann. Da guckt jeder nach der Blanke, die ihn retten kann. Nein, nicht in seelischer Kraft besteht dieser Glaube. Es ist auch nicht der Allerweltsglaube, den heute viele haben, die sagen, ja, ja, es muss schon eine höhere Macht geben, denn von nichts kommt nichts. Der Glaube, der durchträgt, wenn es hart auf hart kommt, ist der Glaube, der Gott erfahren hat, der weiß, das Wort Gottes ist wahr, der weiß, Gott ist da, egal wie die Umstände sind, ich bin in seiner Hand, mein Leben steht in seiner Hand. Menschen, die sagen können, ich gehöre Gott, ich diene Gott, ich vertraue Gott. Wer sich so einlässt auf diesen Jesus von Nazareth, wer das willentlich tut und sagt, hier ist mein Leben, komm Jesus, erfülle mich mit deinem Gottesgeist, ich gehöre dir, ich diene dir, ich vertraue dir, der wird am Ende seines Lebens und nicht nur dann sagen können, ich weiß es ganz genau, der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen. Thank you.